Jetzt kommen die Squat Jumps, jawohl. So, Hip Opener, wir drehen das Bein von außen nach innen. Dann das andere Bein, einfach bis 20 zählen, immer alternierend. Dann haben wir 10 pro Bein, jawohl. Schön großer Kreis. Werde ich schön. Danach kommen 10 Liegestütze aus der Schulter. Also Scapular Liegestütze. Große Bewegung in der Schulter. Die Hüfte schön stabil weiter oben halten. Adlight, das ist bei dir immer so ein bisschen der Schwachpunkt, dass du den Core-Bereich schön oben stabilisierst. Drück mal den unteren Rücken ein bisschen nach oben. Adlight, den unteren Rücken. Ja, genau. Jetzt, genau, genau, genau. Und jetzt trotzdem übers, genau, über die Schulterblätter arbeiten. Das auch mal versuchen anzugewöhnen für die Liegestütze. Danach kommen gleich 10 Suicide Push-Ups. Also wir bleiben unten und gehen in Suicide Liegestütze. Also die abwechselnden nach unten und oben aus dem Plank. Genau, in die Planke und wieder hoch. Jawohl. Auch 10 Wiederholungen. Alles schon für die Vorbereitung fürs Workout. Fürs erste und danach geht ihr direkt in 10 Hindu Push-Ups. Die könnt ihr nochmal genießen, macht die in Ruhe. 10 Wiederholungen, das ist die letzte Warm-Up-Übungen vor den Liegestützen und vor den Burpees. Wir machen aber auch gleich noch so eine kleine Mini-Runde. Okay, durchlockern. Fühlt ihr euch schon in der Lage, Liegestütze machen zu können? Oder wollt ihr noch was machen, Adlight? Brauchst du noch was für den Ellbogen irgendwie? Nee. Nee? Ein Kaffee vielleicht? Als Umschlag für den Ellbogen. Okay, dann machen wir mal eine kleine Mini-Runde, aber auf Kommando. Wir werden 4 Liegestütze machen, 4 Jumping Lunges und 4 Burpees. Und die 4 Jumping Lunges natürlich mal 2. Das ist klar. Wir starten in 10 Sekunden. 4, 4, 4. Los geht's. Wunderbar. So, da seid ihr schon mittendrin im Rhythmus. Franzi, bei dir ist mir aufgefallen, die Burpees, du rollst die sehr stark noch runter. Versuche da mal weniger Armeinsatz beim Runtergehen zu haben. Die Adlight hat das nach der zweiten Wiederholung oder nach der ersten umgestellt, glaube ich, das so gesehen zu haben, dass du dich dann mehr hast fallen lassen. Ist das richtig? Ja. Ja? Also das hat man auch gesehen, dass du dieses Rollen weggelassen hast, um einfach den Muskel ein bisschen zu entlasten. Ja. Ja, also das wird euch dann helfen bei den Liegestützen, dass ihr da ein bisschen besser durchkommt.
Die Liegestütze bei dir, Adelaide, sahen jetzt super aus. Ich werde darauf achten, dass du die versuchst so zu halten, ja, dass die Hüfte schön oben bleibt, dass du nicht einknickst mit der Hüfte. Bei Franzi sind die eh super von Tag 1 an. Die macht sie eh am schönsten von allen, inklusive mir. Aber dann komme ich schon, glaube ich. Okidoki, dann nochmal kurz was zum Stimulus. Die ersten drei Runden werden eklig sein. 10, 9, 8. Da geht der Puls ordentlich hoch. Da werdet ihr vielleicht die eine oder andere Pause bei den Liegestützen brauchen. Ich glaube, ab 6 könnt ihr dann schon wieder die Liegestütze fast durchmachen, je nachdem, wie ihr euch fühlt. Aber ab der Runde 6 spätestens heißt es nur noch durchballern. Weil dann merkt ihr auch wirklich von Runde zu Runde weniger Wiederholungen. Dann kann man richtig Gas geben. Die ersten drei, maximal vier Runden sind ein bisschen gemeiner. Noch Fragen? Nein. Bitte nichts schreiben während des Workouts. Die Zeit ist vertan, weil man zählt ja eh immer runter. Also aufschreiben braucht ihr euch da nichts. Okidoki, dann starten wir in 10 Sekunden. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke. Viel Spaß, Franzi. Ciao, Adelaide. Mach nicht so schnell. Nein. Und los geht's. 10 Liegestütze. Peace. Ja, super. Eine Minute ist um. Edler geht in Runde 2. Und Franzi geht in Runde 2. Komm direkt ran, Franzi. Auch wenn der Puls oben ist, der ersten Satz gleich machen. Jawohl, Brust schön runter. Runde 3 für Adelaide, 8. Runde. Jawohl. Und Runde 7 für Adelaide.
Sehr gute Liegestütze, Headlight. Und Franzi, du versuchst es mal in der hohen Planke auszuruhen, dass du nicht auf die Knie gehst bei den 7 Stück. 2, 3. Ah, nicht auf die Knie gehen. Komm, das kannst du. Jawohl, letzte. Jawohl. Sechste Runde, Adlight. Halbzeit, 5 Minuten sind um vom maximalen Timecap. Jetzt aufpassen bei den Liegestützen, Adlight. Du kommst so ein bisschen in die Schlange, Vorsicht. Jawohl. Jetzt, ihr seid jetzt in der Phase, wo es einfach Augen zu und durch heißt. Einfach Vollgas durch. Es wird immer von Runde zu Runde einfacher. Komm. Sechs Minuten sind um. Jawohl, weiter, 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 Adlight, 3er Runde. Sieben Minuten sind um. Weiter, Franzi! Brust zum Boden, Adlight, dran denken. Letzte Runde, Adlight. Sieben, 44, bitte merken, 7:44, komm Franzi. Vorletzte Runde Franzi, 2er Runde, super schön, komm aufstehen, gleich springen. Komm, hol dir den Jochen. Der Jochen hat 8:30, jetzt sind es 8:15. Komm, 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 komm. 3 Wiederholungen. Komm. Liegestütz. Hochspringen. 2 Sprünge. Komm. 1, 2 und Burpee. Komm, 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 komm. Und 8:30. Jawohl. 8:30. Ah, sehr gut.
Wunderbar. So, dann trage ich gleich mal die Ergebnisse ein. Also, Franziska 8:30, Wort 1. Und Adelaide, was hattest du? 7:44. 7:44, also. War es, wie ich gesagt habe, die ersten Runden sind so die ekligsten und dann wird's, also fand ich zumindest besser, oder? Nee, so 7, 6 fand ich eklig und dann war es wieder gut. Ja, okay. Gut, dann schauen wir uns mal ganz in Ruhe an, was uns jetzt erwartet, wenn der Puls wieder ein bisschen unten ist. Also, wir haben ein EMOM, das dauert 24 Minuten. In jeder Minute macht ihr bestimmte Übungen. In den ersten 8 Minuten macht ihr zwei Übungen. Und zwar 12 bis 16 Half Burpee Tuck Jump. Die Übung kennt ihr noch vom Wochenende, wer dabei war, beziehungsweise ist die eh bekannt. Da machen wir es aber nicht so wie am Wochenende, dass wir so angedeutet springen, so wie der Jochen, sondern schon ein bisschen intensiver. Wir müssen jetzt nicht die Knie bis auf Brusthöhe bringen, aber schon deutlicher springen. Und Ich würde anmerken, ich habe es gesehen am Wochenende. Körperstreckung war ja auch bei fast keinem von euch gegeben. doch bei mir, doch, doch. Die war Super. richtig, die war, Halt also bei mir war die Noten. hervorragend, doch, doch, ja. Also da achtet der Trainer natürlich bei euch heute drauf, dass ihr eine richtige Körperstreckung habt, ja, dass da nicht geschummelt wird. Genau. Also Squat Jumps, die zweite Übung, 20 bis 25. Nochmal kurz zu den Zahlen. Wir gehen gleich in die nächste Runde rein. Ihr könnt 12 bis 16 machen. Ihr könnt aber auch mehr wie 16 machen. Aber die 16 sind eure Nulllinie sozusagen, die 25 sind eure Nulllinie. Macht ihr jetzt in jeder Runde nur 15 und 24, habt ihr viermal einen weniger und viermal einen Squat Jump weniger, habt ihr minus 8. Ist das soweit von der Logik klar? Okay, Ja? Macht ihr aber 17 und 26 in jeder Runde, habt ihr plus 8? Auch klar? Noch nicht. ja, Doch, okay. Franzi sagt aber nichts. doch. Aber Ja, in 8 Runden, ja, wenn wir es jede Runde machen. Also ich kann aber eine Runde mit der anderen aufwiegeln, ne? also du kannst eine Runde mit der anderen aufwiegen, ja? Jede Runde zählt für sich. Ihr könnt auch, wenn ihr merkt in der ersten Runde, scheiße, das war zu viel, dann weniger machen, ja? Aber 60 ist nicht, es weil sollte auf jeden Fall immer das Maximum sein, aber ihr zählt immer von den 16 bzw. 25 nach unten oder oben. Das ist dann euer Score. In den zweiten 8 Minuten habt ihr High Plank Jacks. Wisst ihr noch, was das ist? Ja? Und Wall Jumps. Die Wall Jumps könnt ihr steigen. Die müsst ihr nicht springen. Da ist das Maximalniveau 45 bzw. 40. Es ist immer so ausgelegt, dass ihr circa ganz grob 20 Sekunden noch Pause habt, ja. Und im letzten Durchlauf, in den letzten 8 Runden sind Skater with Floor Touch. Da möchte ich bitte sehen, dass ihr die Knie und die Hand diagonal berührt am Boden. Die möchte ich jetzt noch mal sehen, bitte. Adelaide, lass mal bitte deine Matte weiter hinten. Das ist vorne da Mist, weil ich dann immer nur die Hälfte von dir sehe. Da, wo sie war, war es eigentlich super. Genau, mach noch mal bitte, Adelaide. Ja, genau, Franzi, genau das. Und jetzt mal Adelaide. Genau, Knie berührt hinten, Vorhand berührt vorne. Richtig, das sieht gut aus. Passt. Und dann die Wall Walks, die ganz normalen. Da ist dann das Niveau 34 Skater wäre der Maximalzahl und 5 Wall Walks. Ich kann es euch jetzt schon sagen, ich habe es mit Weitem nicht geschafft. Ich habe 50 unter Niveau geschafft. Und Verena 106 oder so unter. Aber ich denke, in der Abendklasse ist da schon ein bisschen mehr Power drin. Okay. So, dann gucken wir mal, fühlen wir uns mal rein, wie sich das anfühlt, wenn wir jetzt mal die ersten 2 Runden gemacht haben. Ich stelle die Uhr um, EMOM, 24 Minuten sind eingestellt. Und wir beginnen mit den Half Burpee Tuck Jumps. Wie gesagt, da ist die Nulllinie 16.
Und bei der Wechsel immer, ne? Entschuldige. Erste Runde, Half-Burpee, dann Squat, Half-Burpee, Squat, bis. Immer Wechsel, bis Minute 8 und dann ab Minute 9 ist der nächste Wechsel. Das sage ich immer an. Genau. Ja, du hast es so verstanden auch, Adelaide, dass du erstmal 8 Minuten lang immer 2 Übungen nur machst, ja? Ja. Okay. Gut, Leute, dann denke ich, ist der Puls wieder einigermaßen unten und ihr seid einigermaßen frisch. Ich wünsche euch viel Spaß. In 10 Sekunden geht's ins zweite Workout. Und nochmal viel Spaß. Ja, auch. Danke. Und los geht's. Halb Burpee, zack. Now you're telling me you wanna touch your mic first. Even though you have to fucking rhyme, not even rap first. It's all good with me, feel the same traces. Provide a fucking basis. Richte bitte mehr den Oberkörper auf, Adelaide. Coming all phases. See, now you're telling me you wanna touch your mic first. Even though you have to fucking rhyme, not even rap first. Cause I'm on mission like the 007. I will never let a sucker start an Armageddon. Sekunden sind um. Nicht übertreiben. Noch 10 Sekunden. Ich würde Pause machen und kurz aufschreiben, was ihr mehr habt, zum Beispiel von den 16 oder weniger. Und Squat Jumps. 25 ist die Nulllinie. Now you're telling me you wanna touch your mic first. Even though we have to fucking rhyme, not even rap first. It's all good with these theater, same traces. Providing fucking bases, overcoming all phases. So now you're telling me you wanna touch your mic first. Even though we have to fucking rhyme, not even rap first. Cause I'm on mission like the 007. I will never let a sucker start an Armageddon. Sekunden um. So now you're telling me you wanna touch your mic. Jawohl, jetzt Pause, macht ihr richtig, nicht zu viel ranarbeiten. Wir machen jetzt wieder die Half Burpee Tuck Jumps. Und los geht's. Oberkörper mehr aufrichten, Adelaide, bei dir nachher. Ja, genau so halten. Even though we have to fucking rhyme, not even rap first. It's all good, but we feel the same traces. Reminding fucking bases, overcoming all phases. So now you're telling me you wanna touch your mic first. Even though we have to fucking rhyme, not even rap first. Cause I'm on mission like the 007. I will never let a sucker start an Armageddon. What in the world is happening? You have got to be kidding. Noch 10 Sekunden. Ich sage mal die 15 an, okay? Jetzt wieder die Squat Jumps. Und los. Apocalyptic. Mach die mal bitte seitlich zur Kamera, Adelaide. Jawohl. This is crazy. Sekunden. Wir gehen in die vorletzte Runde. Hälfte habt ihr schon von dem Ablauf. 5. Los geht's. Oh shit.
15. 4 Jumps. Vorletzte Mal Squat Jumps. 5. Und los. When will this be over? What am I supposed to do? Apocalyptic. Vierzig Sekunden. Und letzte Runde von diesen beiden Übungen. Runde 7 und Runde 8. Fünf. Und los. Sekunden. 45. Letzte Mal Squat Jumps. Danach geht's in die High Plank Jacks. Aber jetzt erstmal die Squat Jumps. Und los. Sekunden. Fünfzehn High Plank Jacks. Innen und außen ist eine Wiederholung. Also Füße berühren sich innen und nach außen springen war eins. Hohe Planke auf die Hände und los geht's. Fünfundvierzig Stück sind die Nulllinie. Pro bisschen tiefer, Adlight, bitte. Ja. Sekunden. Umdrehen, die Wand hochlaufen, Füße über Hüfthöhe, alternierend, Nulllinie sind 45. Nee. Doch, 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 Nulllinie oben sind 40, doch. Los geht's. We're gonna
Immer Bein wechseln, Adelaide. Du machst immer nur ein Bein. Wechsel auch. Achtung, 10 Sekunden. High Plank Jacks. Achtung. Und los geht's. 45 sind bei den High Plank Jacks. Everybody down the floor, don't be shy now, just come follow me. Let me see you get it up and drop it down real slow. Everybody down the floor, don't be shy now, just come follow me. We're gonna dance all night to the beat, no bones. Everybody down the floor, don't be shy now, just come follow me. Let me see you get it up and drop it down real slow. Everybody. 40 Sekunden. Fünfzehn Sekunden. Und wieder die Walljumps. Nulllinie 40. Dranbleiben. Kampf. Sekunden. Zehn. Und High Plank Jacks. Und los. Weiter, Franzi, komm wieder rein. Komm mit Leid. 40 Sekunden. 45. 10. Achtung, wir gehen in die letzte Runde rein. Noch einmal High Plank Jacks, noch einmal Wall Jumps. Und los. Hüfte tiefer, Adler, die ist viel zu hoch. Komm, du sollst richtig in der Planke bleiben. Ja, besser. Komm, Mädels. We about to hit self-destruct. Got all my people with me, and none of us give a fuck. So let's smash this party up. This is the blast off. Time to blow this off.
Achtung! 10 Sekunden, letztes Mal High Plank Jacks. Wall Jumps, Entschuldigung, letztes Mal Wall Jumps. Und los! Let's smash this party up. 40 Sekunden. Achtung, jetzt kommen die Skater mit Floor Touch. Jetzt geht's in die Skater. 34 ist Nulllinie. Und los geht's. Jawohl. Let's smash this party up. Breiter springen, Adelaide. Größer, größer, nicht so eng. Mehr zur Seite. Nee, 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 du bist ja fast auf der Stelle. Du sollst zur Seite, wie beim Schlittschuh laufen. Seitlich, seitlich. Jawohl. Jetzt passt es. Da bleibst du drin. Scheiße. Zehn Sekunden, wir gehen in die Wallwalks. Wir starten am Boden mit der Brust und Brust und Nasenspitze berühren die Wand. Los geht's. 5 ist Nulllinie. Franzi hat schon 3. Ah, da ist Franzi zu Hause, jawohl. Könnt natürlich auch 6 machen. Jetzt sind 45 Sekunden. Franzi hat 5 gemacht. Achtung, es geht wieder in die Skater. In 10. Jawohl, beide 5 geschafft. Und los. Sekunden. Und wieder die Warwalks. Adler, einen Tick näher musst du rangehen. Und los geht's. Mit den Händen näher ran, Adelaide, sonst, das ist sonst zu krass. Okay. Jawohl, 40 Sekunden, Franzi schon fertig.
10. Vorletzte Runde, Mädels. Gleich geschafft. Noch 4 Minuten. Scheiße. 40 Sekunden. 45. Franzi, du kannst 6 Warbox machen. Das ist deine starke Übung. Komm, dann holst du jetzt 2 raus. Nee. Doch. Du, nein. Komm. Sekunden. 10 Sekunden und wir gehen in die letzte Runde. Nochmal Maximum Skater, Maximum Warbox. Jetzt kommt's drauf an. Kommt. Das sind die beiden Scheißegal-Runden. Komm, da könnt ihr nochmal mehr Zeit machen. Knie berührt den Boden, Adelaide. Wie oft habe ich das gesagt? Say, 15 Sekunden. 10. 5. Und los. Jetzt wird bis zur letzten Sekunde Warbox gemacht. Kommt! Weiter, Franzi! Komm, Eldreib! 20 Sekunden! 10 Sekunden! 5! Und stopp! Klasse gemacht, Mädels. Gut gemacht, wirklich. Jetzt heißt es rechnen, immer von der Nulllinie nach oben oder unten rechnen und dann die ganzen zusammenzählen und dann kommt ein Minus oder ein Plus raus. Minus, Minus, Minus. Hast du keine Übung, die Nulllinie geschafft? Doch. Doch. Das glaube ich schon. Oh Gott. Machen wir das Fenster auf. Ist das schon aus?
Und nee. Minus 66. Bist du sicher? Nein. Doch. Ich habe minus 55. Und ich dachte, du hast auf jeden Fall mehr. Also mehr, weniger sozusagen. Also Die erste weniger. Runde habe ich durchgehalten. Die erste Runde habe ich gemacht. Aber genau, was da steht, weil mehr Zeit war gar nicht. Dann, High Plank Jacks habe ich geschafft. Die Wall Jumps habe ich da nicht geschafft. Die haben mich Ja, umgerührt. bei denen habe ich gesehen, da hast du Probleme gehabt, ja. Da bist du, ja. Und das ist fiese, ist ja auch durch die Wallbox kann man ja nicht wirklich was rausholen. Ne? Komplexeste Übung und du kannst nur einen Punkt rausholen. Ja, das ist klar. Ist auch nicht ein mehr zu machen. Das ist eher was für die Ehre. Moment. Also minus 66. Ich glaube, in der ja, eine Runde habe ich minus 20 gehabt, glaube ich sogar. Das waren die Wallbox. Walljumps, naja, Steps, was auch immer. Egal. Ich hab's gleich. Ja. Also, wenn ich richtig liege, dann habe ich minus 15. Okay. Ja, kann schon sein. Also, bei der ersten Runde habe ich mehr gemacht. Das ist ein Plus, ja, glaube ich auch. Bei den Squat Jumps war ich zweimal plus. Bei den High Planks habe ich immer 45 und 30, 35, da bin ich ins Minus gerutscht. Und dann bei den Wallwalks und den Skater war ich dann kurz drüber, wobei ich eine Runde bei den Skater, die ersten nicht gezählt habe, weil da bin ich aus dem Zehen rausgekommen, also das habe ich nicht mitgezählt. Okay. Na gut, okay. Wir haben noch einen Chorteil, die Damen. 8 Minuten zur Entspannung. Interessanter Ort. Ich habe um Halten 8 einen wir. Termin, Jochen, ich muss leider los. Ich habe noch ein Online-Seminar, wo ich teilnehme heute. Und es fängt um 8 an. Ich will noch duschen vorher. Okay, was wäre, wenn du jetzt noch im Workout wärst? Also wir haben ja noch 4 Minuten, 5 Minuten. Ja. Okay. Ja, dann du. Na gut, okay. Dann muss Adelaide das alleine machen, unter meiner Obhut. Dankeschön, Viel Franzi. Spaß noch. Ciao, Servus. ciao. Tschüss. Und zwar 20 alternierende Heel Touches. Das heißt, wir liegen auf dem Rücken. Hier. Mein Oberkörper ist oben und ich berühre immer seitlich meine Knöchel, ja? Oberkörper ist immer vom Boden weg, bitte mal machen kurz. Warte, bitte. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz, ganz kurz. Sie schwindelig? Was los? Sprich mit mir. Oh, fuck.